sind ein bisschen abgekommen von der SPD. Es gibt ja harsche Kritik im Buch am Parteiennachwuchs. Seite 446. Ich verstehe, dass die Jusos mehr sein wollen als die Plakatkleber der Mutterpartei. Aber das entlastet sie selbst und die Parteispitze der SPD nicht von der Frage, ob diese pseudo-revolutionäre Position eigentlich repräsentativ ist für die gesamte Nachwuchsorganisation. Herr Steinbrück, waren Sie eigentlich nie Juso? Förmlich nicht, nein. Aber das hat damit nichts zu tun. Sondern? Ich stelle fest, dass die Verankerung der Jugendorganisation der Parteien, konkret in den Schulen, in den Universitäten, bei Auszubildenden, in der jüngeren Generation insgesamt, ziemlich schwach ist. Mhm. Während die Binnenfixierung teilweise sehr ausgeprägt ist und entweder auf eigene Karrieremuster gerichtet ist, dass jedenfalls die Fühlungnahme mit der Generation meiner Kinder unterentwickelt ist. Und das ist ein Bestandteil meiner Kritik. Sie haben vorhin Fontane zitiert, wer mit 19 kein Revolutionär war, hat kein Herz. Und wie geht's weiter? Kein Verstand. Und wer es mit 40 noch ist, der hat keinen Verstand. So, können Sie das? War das Fontane? Ist oft zitiert worden. Churchill hat es dann auch noch mal benutzt, glaube ich. Es gibt mehrere. Ich kenne es als Churchill-Zitat. Ja, aber. Oder war es Beckmann? Jetzt ist es Moment Beckmann und jetzt in diesem Moment ist es schon wieder Steinbrück. So schnell geht das. Ja, und hier ist jetzt Sascha Vogt, der Juso-Vorsitzende. Ich glaube, die Partei sollte sich manchmal eher ein bisschen mehr von dem abgucken, was wir sagen. Wenn ich mal an die Finanzkrise denke, die Jusos haben schon viele Jahre vorher gesagt, dass sich da an den Finanzmärkten was zusammenbraut, dass man da regulierend eingreifen muss. Herr Steinbrück hat 2008 noch die Hedgefonds, die Private Equity Fonds steuerlich begünstigt. Hätte man mal ein bisschen früher auf die Jusos gehört, wäre vielleicht vieles nicht so gekommen. Und dementsprechend halte ich das nicht für pseudoradikal, sondern für eigenständig und damit gut und vernünftig. Ich glaube, eine konsequente Erneuerung der SPD, die SPD weiterhin braucht, funktioniert nicht mit alten Köpfen. Von daher hat Herr Steinbrück jetzt ein Buch geschrieben. Wir Jusos nehmen das zur Kenntnis. Aber ich glaube nicht, dass Herr Steinbrück in der Zukunft weiter Spitzenpositionen in der Partei einnehmen wird. So, zack, ist das damit auch mal geklärt. Ich bin ganz froh, dass er kein Parteiausschlussverfahren gegen mich beantragt hat. Also, das war aber Backenfutter rechts und links. Ja, das ist so ein kleiner Mini-Jakobiner, der da durchscheint, um das mal deutlich zu sagen. Nach dem Motto, wenn die nicht unsere Auffassung sind, dann dürfen sie in der Partei nicht eine exponierte Position haben.